Wobei, gerade so in Hotels und so, da trinke ich sowieso eigentlich Kaffee und nicht Milch. Der Witz ist, sonst, also so im normalen Alltag trinke ich dafür keinen Kaffee. Weiß ich nicht. Ich trinke auch, wenn eben nur einen am Morgen und sonst eigentlich, wenn ich mal irgendwie einen Wachmacher noch haben muss, dann nehme ich in den Energy Drink. Aber nicht hier ein Ding, ein Kaffee. Wir sollten das eigentlich hinkriegen, ne? Ich glaube schon. Ich hoffe es doch mal. Soundproduktion läuft auf jeden Fall auch. Das passt doch alles. Das ist doch alles 1A hier. Kaputt. Zwei Wellen, okay. Ist mir irgendwie bisher gar nicht aufgefallen. Wer mir gerade ein bisschen Angst macht, ist. Angst macht, ist der. Der heißt der Football-Zombie. Weil er ist doch ziemlich stark. Also halt durch seine Schnelligkeit und seine Panzerung. Stellt er hier eigentlich gerade eine ziemliche Gefahr dar. Das gefällt mir hier nicht so. Zumal ich ja nicht sehen kann, wo und wann er kommt. Ja, bin ich jetzt insofern eigentlich selbst schuld. Aber ich wollte halt die Plantern nicht. Plantern, Plantern. Halt, stopp. Erstmal abwarten. Vielleicht brauche ich sie ja. Oh, ich kann die sehen. Es hört sich nicht so an, als würde der irgendwo kommen, ne? Baue jetzt gerade auch nicht weiter aus. Also habe ich permanent Ersatz. Kann jetzt hier mit den Nüssen eigentlich anfangen. Das Problem ist nur, da die ja auch sehr langsam aufladen. Gut, eben. Ja, ich habe da noch eine Matschkürbis. Im Notfall. Bin ich gerade ein bisschen unentschlossen. Die Wasserverteidigung reicht eigentlich. Ach komm. Zur Not habe ich den Matschkürbis. Der reißt es dann raus. Ja, bisher kam noch gar kein Football-Zombie. Vielleicht kommt auch erst in der letzten Welle einer. Wäre natürlich auch nicht so schlecht. Geld! Gib mir dein Geld. So, wenn er hier oben kommt, dann ist alles okay. Hier unten ist die Situation noch prekär. So, die Wasserverteilung habe ich jetzt doch noch ein bisschen erhöht, weil ich glaube ja, in der letzten Welle kommen hier wieder Ungeheuer aus den Tiefen. Da will ich schon gewappnet sein. Du bist auch ein kranker Typ. So, das ist kein Problem. Jetzt habe ich den Matschkürbis auch noch. Zur Notwehr. Ich bin bereit. Für die letzte Welle. Geld. So, die beginnt jetzt auch. A huge wave of zombies is approaching. Oh nein. Sie kommen. Ich wette, er kommt da unten. Es muss doch jetzt einer kommen. Ja, genau, seht ihr? Ich habe doch gewusst. Hier oben kommt er, okay. Ich wäre jetzt irgendwo schwer enttäuscht gewesen, wenn gar keiner gekommen wäre. Hätte ich mich irgendwie so ein bisschen verarscht gefühlt.
Ah, das hat super geklappt. So, oh. Was ist das denn für eine Pflanze? Sieht ja sehr, sehr beängstigend aus. So, Cactus. Schutz Spikes that can pop balloons. Genau. Der Kaktus, der schießt Stacheln, die Ballone platzen können, weil Stachel und Ballon gleich Peng. So. Denn wir sehen hier schon ein sehr schön verzierter Ballon. Sprich, wir brauchen den auf jeden Fall. Bin ich gerade am überlegen. Die Nüsse brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Die Nüsse. Ha. Soll ich die Pflanzen vielleicht doch mitnehmen? Ach komm, jetzt nehme ich sie mal mit. Schließlich, was soll denn schief gehen? Vielleicht ist dem einen oder anderen übrigens aufgefallen, es hat keine Grabsteine. Ich glaube jedenfalls nicht. Die hat es nämlich nur im Vordergarten. So wie mir das im Kopf ist. Ist natürlich auch nicht schlecht. Jo, ich habe eigentlich überlegt, ob ich den überhaupt mitnehmen soll, weil ich glaube, der Kaktus macht auch ganz gut Schaden. Nur, ja, ich mache dann hier in der hintersten Reihe, mache ich Kaktus. Und dann hier noch von denen hier. Wenn die Zeit reicht, ist ja nur eine Welle wieder. Weil die Ballonzombies, die sind schon... Die sind übel, also... Ich meine, die haben einfach einen Freifahrtschein nach hier hinten. Wenn man die Kaktus nicht hätte. Auch hier wieder ein bisschen Hintergrundwissen. In der deutschen Version heißt der Kaktus Kaktee. Irgendwie, weil ich weiß nicht, mir ist einfach vieles hängen geblieben aus dem Spiel, ja. Gut, ich glaube, ich habe es nach Team Fortress auch am meisten gespielt von all meinen Steam-Spielen. Ja, witzig. Schon, dass eigentlich eines der simpelsten Spiele ist. Das dritt meistgespielte von mir ist dann Audiosurfen, das ist genau wieder so simpel. Aber auch Audiosurfen ist einfach das, das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist einfach, wenn du so Musik hören willst und dann... Es geht einfach locker flockig irgendwie. Ich weiß nicht. Dann sagt man sich da, okay, mach nochmal eins und nochmal und nochmal und immer so weiter. Und plötzlich hat man irgendwie eine Stunde Audiosurf gespielt. Düdüm, düdüm. Ja, läuft schon wieder ganz gut, ganz flott. Ich frage mich, ob die Plantin überhaupt zum Einsatz kommen wird. Geld. Gib mir mehr Geld. Mach kaputt. Ich finde die witzig. Verstehe aber... Ah nein, ich wollte gerade sagen, verstehe nicht, warum die in der Nacht existieren kann. Da können doch nur Pilze sein, ja, ne, und so. Das war mit der Intelligenz pur. So, am Wasser auch absichern, weil ich glaube, da kommen sie auch das ein oder andere Mal. Die lieben Ballonzombies. So, da kommt schon irgendwo einer. Und kaputt. Da ist er einfach kaputt. Problem ist natürlich eben auch noch durch den Nebel. Man sieht einfach nicht, wo sie kommen. Heißt, wenn jetzt einer von denen hier unten kommt, dann bin ich aufgeschmissen. Wir können jetzt hier schon mal eine Plantern machen, aber ich will jetzt lieber die Sonne hier für den Kaktus benutzen. Ja, man hat immer noch den Rasen mehr, aber ich will einfach nichts nach da hinten lassen, ja? Nichts soll mir da hinten hinkommen. Geld. Gib mir mehr Geld. So, hab ich irgendwie ganz vergessen. So, jetzt sind wir abgesichert. Jetzt können wir hier auch nochmal eine Plantern hinmachen. So, durch den einfachen Pilz geschützt. Weil die hält auch, glaube ich, nicht so viel aus. Und ihr seht, die lädt so langsam auf. So, ich bemerke gerade, dass ich gar keine Cherry Bomb mit habe. Die Plantern, ja, ist für die Plantern draufgegangen. Der Ballonzombie. Kaputt. Du Sau. Oh, wie der aussieht, ey.
Oh, die Zombies sehen ja grundlegend alle komisch aus hier. Ich glaube, der Kaktus, der macht so viel Schaden einfach wie auch so einer. Nein, du isst meine Plantern nicht. Plantern. Kaputt. So, genau, da ist es jetzt schon. Und wieder Frame-Einbrüche. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich sagt sich Windows einfach, ja, machen wir mal Frame-Einbrüche. So, Blower. Blows away all balloon zombies and fuck. Ja, der Windrad bläst alle Ballonzombies und den Nebel weg. Allerdings nur für begrenzte Zeit, also den Nebel. Oh ne, jetzt kommt der schon wieder, ey. Und ich finde das halt schon von Vorteil. Will ich gar nicht. Im Vergleich zu der Plantern, weil ist zwar dann nur für eine begrenzte Zeit, aber die muss man immer schützen hier. Im Gegenzug auch noch Ballonzombies, wenn es mal kritisch werden sollte. Weil er lädt, glaube ich, auch sehr schnell auf. Gefällt mir das so? Ja. Machen wir mal so. Ja. Ich wollte eigentlich schon seit ungefähr 3-4 Levels mal wieder so ein Haken-Set kaufen, weil wir haben schon lange keine mehr. Weil die sind immer nur 3 Levels aktiv. Und ich will die Räche des Todes einfach wieder zurückhaben. Tja. Zwei Wellen. Oh nein. Wellen des Verderbens. Die Musik animiert hier immer zum Mitsummen. Jedenfalls bei mir. Ich kann nicht sagen, warum. Eigentlich ist die Musik so eintönig in dem Spiel. Und trotzdem weiß ich nicht. Mach kaputt, da ist er weg. Da ist ihm der Kopf einmal weggefetzt. Ja, Wetter-Update. Ich hab's ja mal angesprochen vor kurzer Zeit. Es ist einfach unglaublich. Als ich die Aufnahme begonnen habe, war draußen noch Sonnenschein, ja. Und jetzt ist es einfach wieder unglaublich. Es ist immer düsterer hier, von Minute zu Minute. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es hier richtig rausschüttet. Und das Ding ist, am Nachmittag will ich dann noch mir was kaufen gehen und es kotzt mich so an, ey. Ich will nicht in den Regen raus. Es ist so eklig irgendwie. Es kotzt mich an. Ja, wenn es wirklich schönes Wetter wäre, so dann yeah, rausgehen und so, aber bei dem Wetter. Boah, ne. Da sag ich einfach nur so, boah. Komm. Kannst du auch was anderes machen. Ah ja. Erstmal was trinken da, ey. Weil das Ding ist, praktisch vor meinem, vor der Haustüre ist ein, also fährt ein Bus. Nur der Bus fährt erstens nur alle, also jede Stunde. Und zweitens manchmal auch gar nicht, ja. Und, das Ding ist halt, der fährt dann auch schön dahin, wo ich hin will. Zum Bahnhof und da in der Nähe ist halt auch Einkaufszentrum, bla. Nur das Ding ist, der fährt halt auch erst eine Stunde später wieder zurück. Und wenn das dann wieder schüttet wie weiß ich was. Oh nee, das ist einfach. Es kotzt mich an, ja. Ich sehe hier unten ein Problem. So, okay, naja, die haben den platt gemacht, ey. Richtig geil. Wir sind auch eigentlich gegen die Ballons gleich schon abgesichert. Das ist sehr, sehr gut. Weil die kommen gleich sicher wieder. So. Perfekt. Oh ja, genau. Der kommt ja dann auch noch hier. Der, na, der liebe Fisch.